Moin, meine Lieben, heute ist der 24. Dezember 2023. Heute ist auch, dieser Tag wird genannt, der Heilige Abend. Ungefähr 11.35 Uhr. Mein Vigo-Protokoll wegen meiner Diabetes geht weiter, ich bin mal gespannt. Es ist aber der zweite Dreh, ich weiß schon, ich habe abgenommen, ich gehe mal rauf. Und ja, heute ist für viele ja ein ganz besonderer Tag. Für mich nicht mehr. Als Kind war das anders. Bei uns war das so früher. Da war ein kleines Wohnzimmer, was wir hatten. Da stand ein richtiger Tannenbaum mit echten Kerzen. Da wurde auch eine Krippe aufgebaut. Was ist denn jetzt los? Naja. Ich gehe mal davon, dass der erste richtig war. Das war eigentlich komisch. Vorhin war das anders. Und eine Krippe aufgebaut. Und die Geschenke wurden dann da hingestellt. Also wir Kinder durften noch nicht rein. Dann wurde der Raum zugeschlossen. Dann ging es in die Kirche. Meine Eltern waren auch nicht besonders gläubig. Ob ich geglaubt habe an Gott damals, weiß ich nicht. Heute glaube ich nicht mehr an sowas. Deshalb hat Weihnachten für mich ganz was anderes. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich weiß nicht, was die Waage jetzt macht. Gut, egal. Zumindest ist das Gewicht okay. Und dann jedenfalls, auch zum Glauben nochmal. Ja, heute, wie gesagt, wichtiger ist für mich, Weihnachten hat mit Glauben auch für mich nichts mehr zu tun, sondern mit Familie, wenn man eine Familie hat. Und dass man sich mit Freunden dann trifft oder zumindest an sie denkt. Und wichtiger als Geschenke, finde ich, sind ja Worte. Und oft ist dass man also den anderen ja wahrnimmt dann auch. Ne? Das ist ganz wichtig. Und deshalb ist das Weihnachten wichtig, weil es gibt sehr viele Leute, die alleine sind oder einsam. Und das geht gar nicht. So, ich habe jetzt hier da mein Tablet nochmal mit einem Text von... Weil wir haben wirklich super deutsche Lieder, Weihnachtslieder, und brauchen die amerikanische Scheiße gar nicht. Und jetzt singe ich das mal, weil den Text, den kannte ich nicht mehr so, aber ich finde die Melodie auch so gut. Ich singe das mal vor. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Und dann gibt es noch mehrere Strophen. Ich finde das Lied sehr, sehr gut. Und da können die Amerikaner sich mal ganz warm anziehen. Ne? Also, in dem Sinne, genießt Weihnachten mit euch, mit eurer Familie, mit Freunden und denkt an andere und redet miteinander. Das ist ganz wichtig. Ins Gespräch kommen. Schönen Tag noch. Ciao.